und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht's um Wahrheit. Das mit der Wahrheit ist so eine Sache. Am Ende vom Video habe ich dazu eine kleine Metapher, die hilft, das, was ich jetzt erzähle, ein bisschen besser zu verstehen. Aber fangen wir vorne an. Wahrheit ist erstmal das, was wirklich geschehen ist. Ja, das ist so, aber da liegt auch gleichzeitig das Problem. Mehr dazu am Ende vom Video. Vorher habe ich vier Philosophen befragt, beziehungsweise ich habe es nachgelesen und ich erzähle euch mal, was die vier über Wahrheit gesagt haben. Voltaire hat gesagt, alles was du sagst, sollte wahr sein. Und wenn etwas nicht wahr ist, dann sollst du es auch sagen. Galileo hat gesagt, zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. Sigmund Freud ist die Sache etwas lässiger angegangen und er hat gesagt, es gibt genauso wenig die hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol. Bertolt Brecht hat aus meiner Sicht das Schönste über die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, wer die Wahrheit nicht kennt, der ist bloß ein Dummkopf. Wer sie aber kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und ihr alle kennt das. Ihr habt Gespräche oder Streit mit Schülern, mit Lehrern und ganz, ganz oft geht es um die Wahrheit. Und meistens glaubt jeder, die Wahrheit zu sagen. Und dann gibt es dieses ganz, ganz bekannte Beispiel. Das Beispiel ist relativ simpel. Es geht um die Wahrheit und hier um diesen Kasten, den ich hier in der Hand halte. Und wenn ihr euch den anguckt, dann sind wir uns alle einig, das Ding ist rechteckig. Wenn ich aber die Perspektive verändere, dann wird aus dem Rechteck eine Röhre. Das bedeutet also, die Wahrheit ist manchmal auch nur die Wahrheit aus einer Perspektive. Rechteck, rund. Und das ist natürlich nur ein kleines, sagen wir mal, mathematisches Beispiel. Es ist aber übertragbar auf viele, viele andere Dinge. Und deswegen gehört zum Älterwerden und zum Erwachsenwerden eben auch dazu, dass man lernt, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern dass es ganz, ganz oft ganz viele Wahrheiten gibt und die immer abhängig von der Betrachtung sind. Das hat man im Kollegium, das hat man in der Klasse unter Schülern und auch zu Hause mit Eltern. Jeder ist sich manchmal sicher, dass er die Wahrheit sagt. Aber die tatsächliche Wahrheit, die gibt es vielleicht manchmal gar nicht. So, das war alles zur Wahrheit, okay? Das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.